Da, da ist Sandro Wagner. Sieht dann nochmal Hazard. Wieder zurück zu Wagner. Wagner! Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Und willkommen zu einer weiteren Folge hier im Karrieremodus. Freunde, ihr seht es. Platz 4. 23 Spiele. 40 Punkte. Und heute geht es gegen Hannover und gegen Bremen, die beide unten drin stehen. Und das bedeutet natürlich für uns, Freunde, wir sollten bestmöglich da mal 6 Punkte draus holen. Sprich, beide Spiele gewinnen. Ihr habt mir auch viel in die Kommentare geschrieben. Ich muss sagen, ja, es tut mir leid. Die Aufstellung an sich, die ist nicht so berauschend. Das weiß ich selber. Deswegen werde ich jetzt nochmal was ändern. Ich werde offensiv rangehen. Ich werde es so spielen. Nämlich, wo haben wir das? Zack. Mit einem Stürmer vorne drin, das wird Sandro Wagner sein. Ich werde Meier auf die zentrale Position stellen. Sandro Wagner, zack, vorne. Ich werde auch heute wieder Oxford spielen lassen. Ich hatte ihn auf euren Wunsch rausgetan, Ginter reingetan, das hat mir null gefallen. Deswegen Oxford, Westergaard und so werden wir also heute spielen. Nicht nur das Spiel in Hannover, das werden wir nämlich simulieren, sondern auch das Spiel gegen Bremen. Die kommen zu uns und Freunde, die müssen Angst haben, die müssen wissen, okay, mit Gladbach ist nicht zu spaßen, da holen wir nicht einfach so ein paar Punkte. Und also gegen die beiden Mannschaften, die unten drin stehen, müssen wir also als Aspirant auf den Titel, sage ich mal, in Anführungszeichen, müssen wir natürlich zeigen, was wir drauf haben. Aber am Ende reicht es wieder nur für ein Unentschieden. 2:2 geht das Spiel aus. Ja, da machst du nichts dran, das ist einfach so. Und ist schade, aber ich hätte gerne jetzt hier die 3 Punkte gut. Und wir sehen es, 24 Spiele, 41 Punkte. Das ist nicht das, was wir wollen. Es sind jetzt 3 Punkte auf den ersten. Das ist alles noch machbar, gar kein Thema. Aber dafür müssen wir jetzt brennen und alles rausholen, was geht und aus allen Rohren feuern, um das Spiel gegen Bremen zu gewinnen. Was wir natürlich im Borussia-Park spielen, was wir zu Hause spielen und eigentlich sollten wir zu Hause eine Macht sein und das Ding hier holen. So, meine Damen und Herren, Anstoß im Borussia-Park. Bremen beginnt von rechts nach links und direkt mal alles offensiv rausfeuern. Sandro Wagner macht direkt mal Druck da, so ist es schön. Wir spielen direkt mit hohem Druck und mit Pressing. Also Vorsicht jetzt da hinten. Westergaard passt auf, spielt er gegen seinen Ex-Club. Meier hat ein bisschen Freiraum, kriegt den Ball zurück. Und der Pass war natürlich zu schwach auf außen. Gut geholt da. Da ist Sandro Wagner. Sieht dann nochmal Hazard. Wieder zurück zu Wagner. Wagner! Und Drobny. Das macht er richtig gut da. Aber da hinten ist ja noch ein richtig guter Torwart mit Drobny. So, Ecke. Erstmal rausgespielt das Ganze. Aber der kommt wieder rein. Und wieder raus. Und dann aus dem Hinterhalt nochmal das Ganze. Erik Durm zieht einfach mal ab. Nicht wahr? Es war Grifo vorne. Es war Grifo mit links. Und wieder Ecke. Das Ding kommt rein. Und wirklich sehr, sehr unpräzise. Da ist kaum noch durchkommen. Aber Meier holt sich die Kugel. Und da ist wieder Sandro Wagner. Und wieder Drobny. Ein bisschen zu unplatziert. Und es gibt schon wieder Ecke, meine Damen und Herren. Kugel kommt rein. Daraus machen wir recht wenig hier. Wieder nach außen zu Grifo. Und da ist Sandro Wagner mit der nächsten Möglichkeit. Das Ding geht aber drüber. Egal, es steht noch 0:0. Keine Panik hier. Es sind ja erst 25 Minuten gespielt. Vorne, es ist jetzt die Nachspielzeit schon angezeigt. Elvedi holt sich die Kugel nochmal gut. Dann ist da Wagner. Da ist Raphael. Geht hier am Gegenspieler vorbei. Raphael verzieht hier komplett. Ja, gibt's denn das? Hier sehen wir es nochmal. Oh, der Ball komischerweise nochmal aufgesprungen und dann schießt er mit einem Außenriss. Also, meine Herren, das hätte die Führung sein müssen. Aber sowas von. Und so steht es 0:0 zur Halbzeit. Aber wir haben eine gute erste Halbzeit von der Borussia gesehen. Gar keine Frage, Freunde. Puh, es fehlt hier nur noch das Tor, wirklich. Oxford muss jetzt aufpassen, Freunde. Jetzt einmal aufpassen. Gut geblockt das Ganze. Und der Konter. Aber ihr seht es, defensiv so viele Menschen in den Reihen von Bremen.
jetzt Hazard. Der hat massig Platz. Torgen, Hazard. Auf außen weg. Und wieder Hazard. Jetzt fehlt natürlich nur einer in der Mitte. Da kommt die Flanke. Und Wagner verpasst, weil Caldirola das Ding zur Ecke köpft. So, Ecke, weiß ich nicht. Ich glaube, Nummer 5. Sandro Wagner versucht es nochmal, aber das sind Ecken, meine Damen und Herren. Daraus kannst du einfach nichts machen. Und jetzt läuft uns so langsam, aber sicher die Zeit weg. Jetzt machen wir nochmal offensiv. Dann nochmal Raphael. Der muss immer so lange warten, bis eine Anspielstation sich hier bietet. Erik Durm nochmal legt ab auf Wagner. Der versucht es hier mit links. Und weiter Druck vorne machen. Boah. Und Johansson, der gerade eingewechselt wurde. Jetzt Max Meyer. Max Meyer auf Grifo. Der hat hier Platz. Grifo legt nochmal in die Mitte. Das Meyer und Wagner steht da Meyer im Weg. Ich werde wahnsinnig. Das gibt's doch gar nicht. Was macht der Wagner denn da? So, Vorsicht, Vorsicht da. Ein Tor kann das Spiel hier schon wieder entscheiden. Gut aufgepasst von Durm und wir wechseln nochmal aus. Bringen draußen für Hazard nochmal Patrick Herrmann. Und dann schauen wir uns mal an, was das Ganze hier bringt. 20 Minuten sind es ja noch. Aber mehr auch nicht, Freunde. Ja, das reicht natürlich, um Tor zu machen. Das reicht natürlich auch für Bremen, auch ein Tor zu machen. Also, wir müssen aufpassen. Grifo geht da richtig gut dazwischen. So, jetzt haben wir die Kugel endlich mal. Grifo auf Wagner, der natürlich einen Ball halten kann. So, Christoph Kramer auf Patrick Herrmann. Wieder Elvedi. Und jetzt muss das Ding kommen. Da ist Wagner und da ist das Ding. Endlich klappt es mal über außen und dann so ein wuchtiger Kopfball. Sandro Wagner, 1:0 für die Borussia. Hier sehen wir es nochmal. Gut gemacht, Patrick Herrmann auf Elvedi. Und Elvedi mit der Flanke. Und Wagner kann sich da gegen Caldirola durchsetzen. Bam! An Drobny vorbei. Nicht zu halten. 1:0. Und Freunde, wir sind auf dem Dreierkurs. Boah, gut geholt von Raphael. Max Meyer. Mit dem Pass zu Sandro Wagner. Aber der kann sich da nicht durchsetzen über außen. So 10 Minuten hier kurz vor der Halbzeit. Vor der Halbzeit wollte ich gerade sagen. Vom Spielende. Dann wieder dieselbe Situation. Und wieder ist Elvedi da. Diesmal macht das Raphael richtig gut. Raphael 2:0 für die Borussia. Und die Entscheidung, meine Damen und Herren. Jawollo! So ist das schön. Bam. Und wieder Ausgangspunkt die rechte Seite. Patrick Herrmann und Elvedi, der dann auf Raphael spielt. Und der fasst sich ein Herz und knallt das Ding da rein. Endlich ist es wieder soweit. Hier, zack. Dann dreht er sich richtig geil vorbei. Und dann packt er den Hammer aus. Drobny keine Chance. 2:0 für Mönchengladbach. Und meine Damen und Herren, was soll ich anderes sagen, als beide Stürmer treffen wieder. Das freut mich natürlich. Und 3 Punkte sind es wieder. Sandro Wagner macht heute ein gutes Spiel. Den hole ich mal raus. Ist viel gelaufen. Und dafür kommt dann Laszlo Benes. Der spielt dann hinter Raphael. Und ja, Freunde, also wirklich gutes Spiel heute von Sandro Wagner, konnte nicht das eigentlich machen. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen, Caldirola nochmal mit der Möglichkeit. Da ist wieder Slapstick hinten in der Defensive. Warum kommt Sommer auch nicht da hinten raus? Das verstehe ich manchmal nicht. So, Drobny ist mit vorne schon. Und aber daraus passiert natürlich nichts, meine Damen und Herren. Boah, Vorsicht. Wir wollen heute nochmal zu Null spielen. Caldirola. Der macht sich da jetzt als Top-Stürmer. Und was für ein krummes Ding da. Alter Schwede. Das wäre es jetzt gewesen. Und nochmal das lange Ding auspacken. So. Jetzt ist schon die 90. Kruse nochmal hier mit dem Pass. Westergaard passt auf, aber die Bremer machen da jetzt Druck, Freunde. Das ist ein bisschen zu spät, was sie da machen.
So, und hinten raus das Ganze über Patrick Herrmann. Der hat die Schnelligkeit und der hat die Ruhe auch am Ball. Der geht jetzt mal hier komplett durch. Zumindest hatte ich das im Gefühl, aber am Ende bleibt es dabei. 2:0 und wieder mal ein Spiel zu 0 gespielt. Die Defensive heute gut. Es lag entweder daran, dass die Defensive gut war oder dass Bremen einfach zu schlecht war. Ich glaube, die haben heute nur ein Torschuss gebracht. So ist es. Ein Torschuss, das ist zu wenig. Freunde, Elvedi heute bester Mann. Das habe ich genauso gesehen. Elvedi richtig stark gespielt heute. Und das heißt für uns 3 Punkte und wir sind wieder gefährlich nah an die Bayern gekommen. Wenn sie denn gestolpert sind, sage ich mal, sind sie nicht, sind die da 2 Punkte. Also 1 Punkt geholt. Und hier sehen wir es, Freunde. 24 Spiele, 47 Punkte und wir sind Platz 3. Das ist Stand jetzt die Champions League. Ich bin mal gespannt, ob das so bleiben kann, meine Damen und Herren. Wir schauen uns nochmal die komplette Tabelle an. Und hier sehen wir es, Mainz ganz unten, Freiburg ganz unten, Bremen ganz unten. Und ich bin mal gespannt, gegen wen wir als nächstes spielen am Freitag, wenn es dann wieder heißt, oh, wieder Derby, wir sind zu Gast in Leverkusen, Freunde. Heieiei, die können uns nochmal so richtig schön die Suppe versalzen. Das versuchen wir zu verhindern, wenn jetzt hier nochmal ein bisschen die Spielerentwicklung vornehmen. Zack, wo haben wir Max Meyer? Da ist er. Auch nochmal da rein. Zack. Hat zwar kein Potenzial mehr nach oben, aber trotzdem kann es nicht schaden, dass der Junge nochmal trainiert hier. So. Aber, meine Damen und Herren, es bleibt dabei. Wir greifen weiter oben hin an. Dortmund und Bayern sind noch vor uns. Wir haben leider ein Spiel mehr als die beiden. Und das wird ja, spannend, aber es sind noch genug Spieltage, um das Ding hier zu wuppen und vielleicht noch sogar Meister zu werden. Freunde, das war's von uns, von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Peterle. Haut rein und ciao.